Das von Maria und Bernd Naumann erbaute sahntretende Formation Ecoupe Couture Pochenfi in der Stadt Kolikorou in Mali wird von diesen besucht und offiziell übergeben. Hallo, Monsieur Naumann, ça vous avez entendu parler de lui. Monsieur la famille Naumann qui a financé la construction de ce centre féminin. Monsieur Naumann vient voir si tout s'est bien passé et si nous sommes contents. Das Gebäude wird auf den Vornamen von Frau Naumann, auf Maison Maria getauft und ein Namensschild angebracht. Bonjour. Durch die von Maria und Bernd Naumann in Deutschland gesammelten Nähmaschinen werden die Mädchen an diesen ausgebildet und nach Beendigung der Schule Kleidung herstellen. Durch deren Verkauf können sie ihre Familien ernähren. In dieser Schule spielen Herkunft und Religion keine Rolle. Die Ausbildung ist für alle interessierten Mädchen gedacht. Bei der für uns unvorstellbaren Armut bedeutet der Besitz einer alten Nähmaschine Sicherheit für die Zukunft. Ici c'est pas chauffé. Bei der Bank of Africa in Kolikoro wurde ein Konto eingerichtet, auf das auch von Deutschland eingezahlt werden kann. Nur die Schulleitung kann mit dem Elternvertreter zusammen nach Absprache mit Herrn Naumann über dieses Konto verfügen. Es ist für die Beschaffung von Nähmaterial und die Wartung des Gebäudes vorgesehen. Les garçons aussi ont demandé, mais pour le moment on n'a pas décidé de les garçons veulent faire vidéo aussi. Sont tous intéressés. Donc peut-être avec la maroquinerie, voilà. Beaucoup de garçons pourront participer. Ah, c'est toi. Ah, ouais. 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 Ah, ouais.
Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Lehrer und Schüler freuen sich über das nach ihren Wünschen und Bedürfnissen erbaute und eingerichtete Zentrum. Dieses Zentrum ist in die Schulanlage des Plateau d'Eau integriert. Die Schule besitzt auch ein Gesundheitszentrum zur Betreuung der Schüler. Leider sind die Schränke des Gesundheitszentrums gähnend leer. Ohne die Unterstützung durch die Globus Stiftung wäre der Containertransport nicht möglich gewesen. Vielen Dank der Familie Bruch. Endlich ist der sehnlichst erwartete Container nach 7 Monaten in Bamako angekommen. Nachdem er mehrere Wochen im Hafen von Dakar im Senegal stand, wurde er mit einem Containertransporter von dort nach Bamako gebracht und auf einen kleineren LKW umgeladen, um ihn an seinen Bestimmungsort zu bringen. Auf dem Gelände der deutschen Mali-Hilfe, die in ganz Mali tätig ist, wird der Container gelagert. Da auch Material für diese Organisation im Container ist, wird dieses zuerst ausgeladen. Auch die von Familie Naumann gesammelten Materialspenden, die diese nicht für Kolikoro brauchen, werden der Mali-Hilfe übergeben. Die Sackspenden für die Schule auf dem Plateau d'Eau in Kolikoro werden in Transporter,
umgeladen, die diese dorthin fahren. Obwohl Bamako die Hauptstadt des Landes mit über 2 Millionen Bewohnern ist, sind nur die wenigen Hauptstraßen gesperrt. Auch in der Hauptstadt wird man mit der Armut des Landes konfrontiert. Von Bamako aus geht es auf einer Nationalstraße, die in einem sehr schlechten Zustand ist, nach Koulikoro. Diese Straße wird aktuell von China zu einer Autobahn umgebaut, die auch von China unterhalten wird. Bei dieser Baumaßnahme wird auch eine Brücke über den Niger gebaut. Wir sind in der Stadt Koulikoro. Diese ist auch der Verwaltungssitz der Region Koulikoro mit Präfektur und dem Sitz des Gouverneurs der Region. Diese Zebu-Rinder machen sich morgens ohne Hirten auf den Weg zur Futtersuche, suchen selbstständig Wasser auf und kehren am Abend selbstständig zurück in ihren Stall. Bei unserem Aufenthalt in Koulikoro wohnen wir im Hotel Nana Galeni. Dies wurde einigen Jahren von einem Schweizer Paar erbaut und besitzt einen Swimmingpool. Es ist auch zurzeit die einzigste Unterkunft in Koulikoro, der Europäer wohnen und essen können. Die Zimmer haben auch eine Klimaanlage, die vor allem in den Monaten vor der Regenzeit mit Temperaturen weit über 40 Grad den nächtlichen Schlaf ermöglichen. Da der Swimmingpool des Hotels auch von europäischen Soldaten, die in Mali stationiert sind, aufgesucht wird, wird es auch bewacht. Wir sind hier mit belgischen Soldaten vor unserem Hotel zusammen. Die von
von Maria und Bernd Naumann gesammelten Sachspenden liegen vorerst auf dem Schulhof, von dort werden diese in den Klassenräumen der Gebäude verteilt. Da die vorhandenen Schränke zuvor meist leer waren, ist das Spendenmaterial schnell untergebracht. Da die Schüler, obwohl die Schule schon lange aus ist, mit Begeisterung und auch Neugier mithelfen, ist der Schulhof innerhalb 30 Minuten leer. Bei der anschließenden Besprechung zeigte sich, dass für die gespendeten Computer kein geeigneter Raum vorhanden ist. Der Vorschlag, an das von Familie Naumann erbaute Gebäude auf der Grundlage dieser Pläne ein neues Gebäude anzubauen, wurde begeistert aufgenommen. Maria und Bernd Naumann sicherten zu, sich um die Finanzierung zu kümmern. Je parle du centre de santé, ça doit être Caillou. Il y a un projet pour le jumelage, pour faire un centre de santé à Caillou. Hein? Ils ont fait les plans et tout, ils ont les dossiers, il reste le financement. Il y a une maison dans Caillou, voilà, c'est là pour y rendre service. C'est dans le programme. Ils doivent restaurer le bâtiment, construire plus grand. Die Schule auf dem Plateau de wird von über 3000 Schülern besucht. Die Ärmsten dieser besitzt durch diese Containeraktion erstmalig eigene Bücher oder Schreibhefte. Die Sammelaktion von Hilfsgütern wie bei dieser Containeraktion sind zu aufwendig und zu teuer und für zwei Personen zu zeitaufwendig und zu schwer. Daher war dies der letzte Container, den Familie Naumann in einer Privataktion nach Mali schickte. Finanziert von Rotary International werden alle Kinder, die in Mali zu erreichen sind, gegen Kinderlähmung geimpft. Familie Naumann verabschiedet sich von dem langjährigen Freund Gaber Sisse. Es wird eine Einladung für 2017 an seinen Sohn Dr. Sisse nach Deutschland ausgesprochen, um das deutsche Gesundheitssystem kennenzulernen. Ein letzter informativer Besuch in einem Dorf, das dringend einen Brunnen braucht. Die Frauen müssen mehrere Kilometer laufen, um Trinkwasser zu bekommen. Ich habe ein Zimmer.